Trotz kühlerer Temperaturen wurde den Besuchern der AOK-Parcours-Eröffnung sehr schnell warm. Denn mit einem rhythmischen Warm-up bereiteten die Stargäste Rosi Mittermeier und Christian Neureuther die rund 300 Interessierten auf die Strecken vor. Am Parkplatz Schwärzenlifte in Eschach freuten sich alle über die Eröffnung der neuen Walking-Runden. Auch AOK-Chef Günther Ertl und der Oberallgäuer Landrat Gebhard Kaiser präparierten sich für die kommenden Kilometer. Ja, Bewegung ist sehr wichtig, auch für Politiker wichtig. Darum bin ich auch heute dabei und ich bedanke mich bei der AOK, dass sie die besondere Anregung insgesamt bayernweit gemacht hat, hier auch im Oberallgäu in Kempten. Und da ist Eschach natürlich ganz besonderer Platz. Und ich hoffe, dass man von dem Angebot der geführten Routen auch sehr oft Gebrauch macht. Aber es ist auch wichtig, dass in jeder Gemeinde sich das weiterentwickelt. Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Gesagt, getan, die Bewegung ließ nicht lange auf sich warten. Mit der offiziellen Eröffnung der Laufstrecken ging es dann in dreierlei Gruppen auf den bayernweit 25. AOK-Parcours. Der Rundkurs liegt sogar an seiner tiefsten Stelle auf 1000 Höhenmetern und bietet daher ein Dauerpanorama sowie viel Abwechslung. Mit einigen Sponsoren und der Gemeinde Buchenberg auf den Weg gebracht, soll der neue Nordic Walking Parcours ein Erlebnis für jedermann werden. Dieser Kurs, diese Strecke wird ein dauerhafter AOK-Gesundheitstreff sein. Wir werden auch unsere Gesundheitskurse im Bereich Nordic Walking hier abhalten. Es wird drei Strecken geben, a 12 Kilometer, 8 Kilometer und 4 Kilometer, sodass sowohl für Fortgeschrittene als auch für Anfänger eine Strecke vorhanden ist, um sich zu bewegen, und Bewegung ist gesund. Nordic Walking für jedermann also. Bei der Eröffnung gestern klappte dieser Spagat bereits sehr gut. Klein und groß, jung und alt, für jeden war das Richtige dabei. Bei all der Bewegung durften dann natürlich auch die Pausen nicht fehlen. Denn selbst ein Profi wie Rosi Mittermeier, die schon seit Jahren walkt, muss einmal ihre Akkus auftanken. Alles in allem ein geselliger Abschluss einer erfolgreichen Parcours-Eröffnung.